Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge von Mario Rabbids. In der letzten Folge haben wir hier weitergemacht und ja, sind dann wieder auf Wario und Waluigi getroffen, also ja, und die haben anscheinend jetzt eine Königin beschützt. Da haben wir den Kampf gegen die nicht gewonnen, weil es ein Dreierkampf ist, den wir hintereinander gewinnen müssen. Das heißt, es waren ein Kampf da und dann kam nochmal... Aber es waren einfach drei Kämpfe hintereinander ohne Pause zwischen. Das finde ich geil. So, was machen wir denn hier? Bewegungsfreiheit machen wir mal höher. Bei Peach haben wir schon alles. Bewegungsfreiheit. Heilradius oder Heil... Ja, wir heilen die Menge, die wir heilen. Erhöhen wir mal. Machen wir hier. Schwachmacher machen wir mal stärker. Machen wir das. Und das. Mit Mario sind wir fast durch überall, ne? Also die ersten zwei Stränge habe ich mit Mario durch. Da, hier. Heilradius machen wir dreimal. Vielleicht bringt es irgendwann mal was. Größerer Reinfluss. Mehr Schaden davon. Na dann. Haben wir irgendwelche Waffen, die wir jetzt noch klatschen können? Was ich mit Mario vielleicht machen muss, ist offensiver spielen, sodass ich einfach vor den Leuten stehe und den Hammer benutzen kann. Nee, ist nix. Diesen Kampf müssen wir wiederholen. Und ich werde bei allen drei Kämpfen diese 50% mehr Leben holen, ne? Aber das ist nicht mehr normal. Kämpfen. Jetzt sieht es eigentlich ganz normal aus mit 5 Gegnern, aber es sind halt keine 5, es sind mehr. So. Da müsste ich jetzt gern Crit. Ja, perfekt. Ist der erste schon mal weg. Machen wir den. Und schießen dahinter und hoffen mal... Ja, der ist definitiv down, okay. Gut zu wissen. Dann machen wir den Waffen. Und mit Rabbit Peach. Fuck, ich hätte nicht reingehen sollen. Aber mach mal so. Gut. Das war dumm, ich hätte den Großen anschießen müssen. Ich hoffe, der bewegt sich als erstes. Macht er natürlich nicht, ne? Kritisch. Der da unten ist weg. Der ist auch weg. Perfekt. Ja, der müsste auch weg sein. Oder hat er noch... Der hat bestimmt noch ein paar KP. Ja, die sind auch beide weg. Ey, komm. Crit hätte sein müssen. Komm, echt jetzt. Jetzt kriegt der einen Crit. Ach komm, Alter. Dann müssen wir im gleichen Schlachtfeld einfach viermal spielen. Hoffen wir einfach, dass du genug abschießt. Ja, Crit. Perfekto. Wir haben das in zwei Zügen geschafft. Perfekt. Jetzt kommt Runde 2. Mit Schildern diesmal. Und die kannst du in 3 Runden besiegen anscheinend irgendwie. Gehen wir mit Mario mal hoch. Und verstecken uns dort? Ich habe doch keine Ahnung, was wir hier wollen von einem. So, einfach mal schießen. Ist sogar kritisch. Nehmen wir den. Mal schauen, ob wir es diesmal schaffen. Zu treffen. Das ist so ein Bescheuerter. Nehmen wir den aktiv. Und gucken aber mal, was machen wir mit Rabbit Peach.
Oder schießen wir... Nee, Moment. Schießen wir auf den. Auf mal Crit. Crit. Nur 94, Bro, what the fuck? Aber Mario schießt noch, perfekt. Okay. Der muss einfach mal dahin. Nehmen wir das Schild und jetzt müssen wir Peach noch schießen. So. Okay, was passiert jetzt? Okay. Alter, Bro, what the fuck? Das sollst du in 3 Runden durchkriegen. Das glaubst du selber nicht. Kritisch, Tinte. Warum kriegen die gerade Krits wie die Hölle? Schon wieder kritisch. Es muss doch irgendeinen Tipp geben gegen die, oder nicht? Es muss doch irgendwie gehen. So, jetzt müssen wir hier hoch. Stellen uns einfach mal hier hin. Klatschen wir den weg. Springen wir Mario runter und dann... Probieren wir es einfach. So. 100 Schaden. Heilen wir uns mal mit Rabbit Peach. Jetzt gehen wir mit Mario einmal hier. Wir stellen uns vor den Typen hin und holen unseren Hammer raus. Du willst mich verarschen, oder? Ich kann bei dem Shield da nicht mal den Hammer benutzen. So. Dann machen wir Mario halt stärker. Ja, Peach ist down. Aber brauchen wir es im nächsten Kampf. Jetzt, wenn da ein Crit kommt, ne? Das. Also immer, wenn sie dieses Leucht haben, dann ist es Crit. Oh, gut zu wissen. What the fuck, geht jetzt schon wieder ab hier, ne? Das verlieren wir gleich schon wieder hier. Müssen uns hier verstecken mal. Was anderes können wir nicht machen. Machen wir es so. Schmeißen den. Stehen uns hier hinter. Und ballern den einfach mal ab. Moment, komme ich da noch hin zu dem? Ich hoffe doch. Natürlich nicht. Dann merke ich den Zug so. Und wenn der jetzt Peach trifft. Die andere Peach meine ich natürlich, ne? Alter, warum? Ist Mario geheilt mittlerweile? Ja. Aber jetzt kriegt er wahrscheinlich gleich wieder einen Crit rein. Mal nicht. Wunderbar. Okay. Kümmern wir uns da unten um die Kacke hier. Was
passiert ist, wenn ich den abknall. Ja, der untere, der Schildersturz trotzdem tot. Perfekt. Sind zwei down gegangen damit. Finde ich gut. Bitte was? Alter, komm. Hä, der müsste doch down sein. Der hatte doch nur noch 129 Leben oder so. 139. Gut, der dürfte down sein, aber jetzt. 2 HP. Willst du mich verarschen, Alter? Gut. Ich hoffe einfach, dass Peach jetzt nicht down geht. Und einfach draufknallen. Lauf nicht in die Mitte, lauf nicht in die Mitte, lauf nicht in die Mitte. Schieß auf Mario, schieß auf Mario. Ja, da kann sie sowieso nicht bewegen. Crit. Sind nur noch die zwei Schilder übrig? Ich hoffe doch. Ja, der ist auch noch übrig. Nicht mehr. Nur noch der Schilder ist übrig. So, jetzt kommt gleich wieder der schwierige Teil. Und zwar die dritte Runde. Jetzt kommt Runde 3. Das haben wir letzte Folge schon gesehen, aber ich lasse nochmal drin. Das ist die Königin, wenn ich mich nicht täusche. Die Lava-Königin. Und die müssen wir auch besiegen. Wir müssen halt beide besiegen, das ist halt bescheuert. So. Warum sind die drei? Wir müssen halt die anderen alle wegschalten. Irgendwie wegkriegen. Und das so schnell wie möglich. Machen wir die Schilder erst weg. Die Schilder machen wir weg. Ja, der ist down, der Schilder. Perfekto. Mit dem Feuer laufe ich sogar noch ein bisschen weiter weg. Ja. Auch wenn wir wahrscheinlich Mario damit treffen, ist mir das egal gerade. So. Da. Ja, nehmen einfach den hier. Komm. Gleich zwei down. Perfekt. Und dann nehmen wir jetzt das Schild. Und hoffen, dass es funktioniert jetzt mal, die Runde. Gut. Er ist auf Mario angepisst. Wenn man die Valkyrie schießt auf Peach. Warum schießt sie auf Peach? Okay, what the fuck, ey. Kann alle drei wegnatzen. So. What the fuck? Ich kann da meinen Panzer hinschicken. Mach mal den weg. Das funktioniert nicht mal ganz, als ob, ey.
So. Ich glaube, ich schieße mit Peach mal. Den hier hinten weg, stelle mich hier hin. Und schießt einfach mal los, so. Nehmen einfach den. Natzen den weg. Und hoffen, dass ich mit dem Hammer genug Schaden mache. Ich dürfte mit dem Hammer allerdings auch genug Schaden machen, denke ich. Wenn ich überhaupt hinkomme. So, Peach-Heilung. So, müssen wir uns jetzt halt offen hinstellen, weil sonst ist Peach, Rabbit Peach auch noch schadenmäßig dran. Sie ist auch schadenmäßig dran. Egal. So, machen wir aber Rabbit Peach stärker. Es sind noch drei Gegner übrig. So. Das ist das. Das. Wir müssen uns hier hinstellen für Peach, dass wir die rüber natzen können. Schaffen wir das? Wahrscheinlich nicht, wenn kein Totenkopf angezeigt wird. Sag ich doch. So, natzen wir die einfach mal weg hier. Heilen wir auch Peach mit. Und klatschen wir mal alle weg hier. Bumm. So, zwei Gegner sind noch übrig. Machen wir das Schild mal ran. So. Bringen wir mal hoch und nehmen den Hammer, wenn wir den wieder hernehmen können. Kritisch sogar. Ich schieße sogar auf Peach. Beide schießen auf Peach. Warum? Warum schießen beide auf Peach? So. Aber jetzt läuft es besser als letzte Folge. Deutlich besser. Ja. So, schießen wir einfach mal los. Und das war dumm. Glaube ich zumindest. Hilt. Fürs Bewegen. Eins auf die Mütze. Oh, einfach Hammer jetzt. Scheiß drauf. Rabbit Peach ist noch da, die ist noch da. Und ist noch normal Peach. Ich hoffe, den da hinten mache ich down. Passt. Dann hoffe ich einfach, dass jetzt nicht Peach angreift, sondern die oben. Bleib mal da stehen. Okay. Gut, dahinter. Und drauf schießen. Aber jetzt funktioniert es irgendwie. Warum hat es letzte Folge nicht funktioniert? Und es dauert jetzt viel zu lang. Dieser Kampf dauert einfach die ganze Folge, Alter. So. Da macht Peach den Abschluss, denke ich. Macht sie nicht. Schade. Schade. Rabbit Peach aber.
damit sollte die Runde endlich vorbei sein. Danke. Wahrscheinlich, na, perfekt sogar. Es waren jetzt 4 Kämpfe in einem Level. So kann man es machen. Schade. Fast perfekt gemacht. Okay. Dann würde ich eigentlich sagen, ich beende die Folge jetzt hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich hoffe, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Ciao. Euer Gladius.